Hi, willkommen bei Green Chili Barbecue Lifestyle. Heute der Elbler One Topf. Alles aus einem Topf, unter 10 Minuten, einmal sensationell. Müsst ihr unbedingt testen. Und wie ich das gerade gemacht habe, das seht ihr heute. Viel Spaß! Starten wir gleich durch mit der Übersicht. Wir brauchen Röstzwiebeln, guten Käse. Ich habe hier Appenzeller gerieben. Dann habe ich Äpfel, ganz klein geschnitten, so 1 cm Würfel. Ein Schuss Öl brauchen wir. Dann Makronen, die Nudeln, als bekannt in der Schweiz, ich hoffe in Deutschland auch. Dann haben wir Kartoffeln in auch 1 cm kleine Würfelchen geschnitten. Eine rote Zwiebel und Bacon natürlich, Sahne und Rinderbrühe. Das sind die ganzen Zutaten und dann starten wir gleich durch. Ich nehme euch mal her und dann schneiden wir uns alles noch klein, was geschnippelt werden muss. Zwiebel halbieren und einmal schälen. Und dann schneiden wir die einfach ein bisschen fein auf. Die Kartoffeln habe ich schon geschnitten. Ich zeige es euch nochmal, was ich genau gemacht habe. Ich habe sie halbiert. Dann so 1 cm große Streifen runtergeschnitten oder auch kleiner. Und dann nochmal fein durchgeschnitten. So haben wir nachher schön feine Würfelchen für unseren One Pot. Das muss alles klein sein, dass es auch gar wird. Dasselbe habe ich mit den Äpfeln gemacht und der Rest ist schon geschnippelt. Dann geht's rüber an Dutch Oven. Den Dutch Oven habe ich mal eingeheizt, ein bisschen Öl rein. Die roten Zwiebeln gleich dazu. Zwiebeln schwitzen wir ein wenig an. Ihr könnt natürlich One Top, könnt natürlich auch alles gleich reinmachen und so garen. Aber ich denke hier ein bisschen anschwitzen. Das wird den Geschmack nicht schlecht. Dann gebe ich gleich noch den Bacon rein hier. Und brate den mal ein wenig an. Mit den Zwiebeln. Drei, vier Minuten später passt das. Den Bacon haben wir ein klein wenig ausgelassen. Es gibt Geschmack rein. Zwiebeln ein wenig angedünstet. Jetzt die Kartoffeln dazu. Mit Apfel gewürfelt. Der Apfel ist so das Imitat vom Apfelmus, was man bei uns dazu gibt, bei den Elbler-Makaronen. Dann die Makronen selber rein. Alles schön untereinander mischen. Dann kommt die leckere Brühe dazu. Könnt ihr nehmen, was ihr wollt. Ich habe jetzt Rinderbrühe. Könnt ihr auch
Hühnerbrühe nehmen oder Gemüsebrühe. Dann noch die Sahne. Das Ganze einmal gut durchmengen. Den Käse und die Röstzwiebeln behalte ich noch auf der Seite. Das passt so. Jetzt kochen wir das einmal auf und dann bis die Makronen al dente sind. Nach kurzer Zeit kocht das Ganze. Dann schalten wir runter auf kleine Flamme und lassen das schön gar ziehen, bis die Nudeln al dente sind. Ich denke, in 8 Minuten hören wir uns wieder. Nach gut 8 Minuten testen wir die guten Stücke mal. Schauen, ob die Nudeln al dente sind. Natürlich immer zwischendrin mal rühren. Ja, Nudeln passen. Kartoffeln haben noch Biss, aber sind auch durch. Das passt so. Flüssigkeit ist zum größten Teil verdampft. Und jetzt geben wir noch einen guten Käse rein. Rühren das Ganze einmal gut um, dass der schön zerläuft. Das gibt nochmal Geschmack rein hier. Oh, ich liebe das. Fantastisch. Ja, dann sind wir schon soweit. Es wird angerichtet. Es zieht Fäden. Perfekt. So, Freunde, es ist geschafft. Es riecht fantastisch hier. Jetzt wird gekostet. Ich nehme mir gleich mal einen Löffel, weil da kann man nicht mehr aufhören. Mmh. Mega! Die Makronen sind al dente. Die Kartoffeln haben noch einen leichten Biss. Äpfel für die Säure. Bacon. Käse. Geschmack ohne Ende. Freunde! Macht euch eine Badewanne voll und liegt da rein. Sensationell. Und wie immer würde ich mich freuen über einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Weil Däumchen werden Träumchen. Ballert mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Kleiner Tipp, wenn ihr sowas im Kamado Joe oder so macht, legt noch ein bisschen Räucherchips rein. Dann gibt es noch einen geilen Geschmack obendrauf. On top. Ansonsten unbedingt nachmachen. Und extrem würde ich mich freuen über ein Abonnement, Job reinschauen und 2 weitere Folgen und bis zum nächsten Mal bei Grim Chill, Barbecue and Lifestyle. See ya! Unglaublich.